Die Santa Maria in der Weite des Atlantik. Als Anfang des 15. Jahrhunderts portugiesische Eroberer sich der Insel Madeira näherten, sahen sie nur hohe, schroffe Felsufer und wagten nicht zu landen. Erst 1419 setzten zwei portugiesische Ritter ihren Fuß an Land. So erzählt es die Geschichte. Was sie sahen, waren tief eingeschnittene Täler und steile Felshänge, über und über bedeckt mit undurchdringlichen Wäldern. Es waren Lorbeerwälder, unbekannt auf dem Festland. Zur Zeit ihrer Entdeckung überwuchsen sie die gesamte Insel. Viele unterschiedliche, teils einmalige Pflanzen machen zusammen den Lorbeerwald aus. An der Südküste, wo die Entdecker landeten, gibt es heute nur noch Reste von ihm. Im Norden Madeiras aber sind weite Flächen dieser uralten Wälder erhalten geblieben. Sie sind Teil eines großen Naturparks. Madeira, die Wilde. Aber hat sie nicht den Ruf, eine Blumeninsel zu sein? Das ist die andere Seite Madeiras, die heitere. Überall blüht es, zu allen Jahreszeiten. Noch ist die Landschaft geprägt von der Arbeit der Bauern. Terrassenfelder vor dem südlichen Meer. Endemische Blütenpflanzen. Sie gedeihen nur hier. Auch die uralten Drachenbäume wachsen nur auf Madeira und auf den Kanaren. Madeira, die Heitere. Ein Ort zum Urlaub machen. In der Mitte der Insel erhebt sich ein gewaltiges Bergmassiv, das bis über 1800 Metern ansteigt. Die Gipfel befinden sich schon über der Baumgrenze. Die Bergkette trennt das Eiland in zwei Hälften, die südliche und die nördliche. Die portugiesische Insel Madeira liegt im Atlantik, westlich der Küste Nordafrikas. Ganzjährig herrscht hier ein mildes Frühlingsklima. Doch auf den Höhen pfeift meistens ein rauer Wind. Der treibt die Wolken von der Nordküste gegen die Berge, wo sie sich abregnen. Deshalb ist die Nordhälfte regenreicher und grüner als der Süden. Doch in diesem Frühsommer war alles anders. Jeden Tag quollen die Wolken über die Berge bis in die Täler der Südküste und verhüllten nach und nach die Sonne. Diese Täler sind weiter als die der Nordküste und deshalb stärker besiedelt und touristisch erschlossen. Jedes Seitental hat seinen eigenen Charakter. Die Hänge sind durch sorgfältig angelegte Terrassenfelder kultiviert. Mauern stützen die Feldgärten, in denen Gemüse, Kartoffeln, Bananen und Wein angebaut werden. In anderen Seitentälern herrscht Monokultur. Hier bei Ponta do Sol werden Bananen gezogen.
Früher gehörten auf Madeira viele Ländereien reichen Landbesitzern, die sie verpachteten. Heute gehört das Land den Bauernfamilien. Doch durch Erbteilung haben auch kleine Stücke oft viele Besitzer. Bananen sind eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse Madeiras. Es gibt verschiedene Sorten. Die Früchte sind kleiner als die aus Südamerika, sind aber wesentlich aromatischer. Die Bananenbauern müssen viel Handarbeit investieren. Außerdem brauchen Bananen viel Wasser. Sie haben auf dem europäischen Markt keine guten Chancen und werden hauptsächlich auf Madeira selbst und im Mutterland Portugal verbraucht. Schade eigentlich, denn diese kleinen Bananen schmecken wirklich viel besser. Zuckerrohr spielt dagegen kaum noch eine Rolle. Meist wird es auf kleinen Feldern in der Nähe der Häuser für den Eigenbedarf angebaut. Das war früher anders. Riesige Zuckerrohrplantagen bedeckten die Flächen, wo der Lorbeerwald gerodet worden war. Sklaven mussten die schwere Erntearbeit tun und gründeten so Madeiras Reichtum. Doch schon im 16. Jahrhundert war es damit vorbei. Heute wird aus dem Zuckerrohr hauptsächlich Schnaps gebrannt, wie in dieser Fabrik an der Nordküste. Die Fabrik ist nur 2 Monate im Jahr in Betrieb, zur Zeit der Zuckerrohrernte. Mit altertümlichen Maschinen wird der Saft aus den Stängeln gepresst. Dazu werden sie mehrfach durch verschiedene Walzen gedrückt. Viel Handarbeit ist für den Weitertransport der Zuckerrohrstücke nötig. Die Männer bekommen für die schwere Saisonarbeit umgerechnet etwa 7 Mark die Stunde. Sonst arbeiten sie in der Landwirtschaft. Der ausgepresste Saft wird zum Gären in große Tanks geleitet. Auch die holzigen Überreste werden verwertet. Die einzige Frau, die hier arbeitet, bringt sie in Körben zur Feuerstelle. Mit dem Verbrennen der Zuckerrohrreste wird Dampf erzeugt, der die Maschinen antreibt. Schließlich wird aus dem Zuckerrohrsaft Schnaps, der Agua Ardente, destilliert. Hauptbestandteil des madeirensischen Mixgetränks Poncha. Bessere Sorten des Agua Ardente werden durch jahrelanges Lagern veredelt. Die Terrassenfelder, auf denen Zuckerrohr und Wein, Bananen, Kartoffeln und Gemüse gezogen werden, prägen das Bild Madeiras. Der stimmungsvolle Anblick lässt aber leicht vergessen, mit wie viel mühevoller Arbeit er erkauft ist. Auf den kleinen Feldern können keine Maschinen eingesetzt werden. Jede Arbeit muss von Hand getan und die Stützmauern müssen ständig intakt gehalten werden. Dafür ist der Boden fruchtbar und wegen des milden Klimas sind pro Jahr mehrere Ernten möglich. Sogar an den steilen Felshängen des Cabo Girão haben Bauern Terrassenfelder angelegt, um auch das kleinste Stückchen Boden zu nutzen. Wer hier arbeitet, muss wirklich schwindelfrei sein. Die Felder unterhalb des Cabo Girão sind nur mit dem Boot zu erreichen.
Von der Klippe bis hinunter in die Bucht zieht sich das Fischerstädtchen Camara de Lobos. Die Häuser der Altstadt werden nach und nach auf Kosten der Regierung renoviert. Diesen Anblick hat einst sogar Churchill gemalt. Wenn die Fischer nicht mit den Booten hinausfahren können, gehen sie ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, dem Kartenspiel. Ihre Ernte, die sie aus dem fischreichen Atlantik holen, verkaufen sie auf dem Markt von Funchal an kritische Hausfrauen. Es ist vor allem Thunfisch und der schwarze Degenfisch, Espada, der in der Tiefe des Meeres lebt. Aber auch der rote Bouillon und der braune Garupa sind typische Fische Madeiras. Reich ist die Auswahl auf dem Fischmarkt. Und reich auch die Auswahl an Fischgerichten in den Restaurants. Die lange Tradition des Fischmarktes zeigen die Azulejos, die typischen Kachelbilder. Hier ist eine andere traditionelle Arbeit Madeiras abgebildet, die Lochstickerei. Bis heute sticken viele Frauen wie Maria Sinja und Lina meist in Heimarbeit für Großhändler. Der Verdienst für die kunstvolle Arbeit ist gering. Für ein Tuch, an dem sie etwa anderthalb Tage arbeiten, erhalten sie umgerechnet 20 bis 50 Mark, je nach Schwierigkeit. Während sich die meisten Frauen damit etwas hinzuverdienen, bestreitet die 79-jährige Maria Sinja, die 6 Kinder großgezogen hat, mit Sticken ihren Lebensunterhalt. Sie stickt seit ihrem 6. Lebensjahr. Die Stickereien sind eines der wichtigsten Exportgüter Madeiras. Die Grundlagen für den Export legten die Engländer, die seit dem 17. Jahrhundert politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Madeira pflegten. Viele reiche Engländer bauten sich prächtige Herrenhäuser inmitten schöner Gärten, die Quintas, in denen sie den Winter im milden Klima Madeiras verbrachten. Andere machten auf der Insel Karriere. Viele der Quintas wurden inzwischen zu stilvollen Hotels umgebaut. Manche der blumenreichen Parks sind für Besucher geöffnet, zum Beispiel Blandes Garden. Pflanzen der nördlichen wie der südlichen Welthalbkugel gedeihen in den Parks. Die englischen Besitzer hatten sie von ihren Reisen in ferne Länder hierher mitgebracht. Auch ein weiteres Touristenvergnügen ist englischen Ursprungs. Die Korbschlittenfahrten von Monte hinunter nach Funchal. Da es auf Madeira früher keine Straßen gab, ließen sich die Reichen in Ochsenschlitten fahren. Bergab geht es fast von selbst. Für die Schlittenführer ein Lebensunterhalt, der über Generationen weitergegeben wird. Funchal ist die Hauptstadt Madeiras. Fast die Hälfte aller Einwohner lebt in der Hafenstadt an der Südküste. Sie ist auch Sitz der autonomen Regionalregierung.
Die Demokratisierung Portugals in den 70er Jahren und vor allem der EU-Beitritt 1986 lösten einen Bauboom und heftige Veränderungen aus. Der Tourismus wächst ständig. Madeiras Gesellschaft ist im Wandel. Den Charme des Bodenständigen strahlt die Altstadt mit ihren kleinen Häusern aus. In den engen Gassen fließt das Leben noch ruhig dahin. In Hauseingängen bieten Läden ihre Waren an. In kleinen Restaurants kann man vorzüglich speisen. Doch es gibt auch Hinweise auf die Armut mancher Bewohner. Die Festung São Tiago wurde Anfang des 17. Jahrhunderts als Schutz gegen Piraten erbaut. Außerhalb der Stadt scheint die Natur noch in Ordnung. Doch hebt man den Blick, zerschneidet das kühne Bauwerk der Autobahn die Landschaft. Sie verbindet die Orte der Südküste untereinander und ist seit Anfang der 90er Jahre im Bau, gefördert von einem EU-Programm zur Regionalentwicklung. Was manchen Besucher irritieren mag, bedeutet für die Madeirenser eine große Erleichterung. Vorher waren Fahrten, selbst in nahegelegene Orte, langwierig und beschwerlich. Nun fanden die Dörfer der Südküste Anschluss an den Tourismus. Arbeitsplätze wurden geschaffen. Jedoch dadurch verändert sich auch die traditionelle Lebensweise. Wer Ruhe und das ursprüngliche Leben sucht, sollte fort von der Küste in das Innere der Insel fahren. Dorthin, wo die Wolken um die Berggipfel ziehen. Die Wolken regnen sich in den Bergen ab und das Wasser stürzt in zahlreichen Kaskaden zu Tal. Der Wasserfall bei Ponta do Pargo fällt in seiner selbstgeschaffenen Höhlung 150 Meter senkrecht in die Tiefe. Das Wasser ist der Reichtum Madeiras. Um es von den Bergen und der feuchten Nordküste in den trockeneren Süden zu bringen, schufen die Madeirenser ein Netz offener Wasserleitungen, die Levadas. Wie Lebensadern durchziehen sie die gesamte Insel, um das kostbare Nass auf die Felder, Weinberge und Plantagen zu bringen. Die Levadas, bereits im 15. Jahrhundert von maurischen Sklaven gebaut, werden bis heute in Ordnung gehalten. Ein genauer Zeitplan legt fest, wann jeder Landwirt seine Wasserzuteilung erhält. Die Technik ist genial einfach. Die Hauptlevada wird abgesperrt, das Wasser so in die Abzweigung umgeleitet. Die Plantage oder den Acker durchziehen ebenfalls Levadas, von denen wiederum noch kleinere abzweigen. Das Wasser sucht sich seinen Weg in die offenen Kanäle. Ist ein Abschnitt genügend bewässert, wird auch hier durch Absperren das Wasser in die nächste Rinne geleitet. Zusätzlich füllt der Bauer seine Zisterne, um einen Wasservorrat zu haben. Die Wege, die für die Instandhaltung der Levada nebenherlaufen, sind wunderbare Wanderwege. Manche führen hinein in das eigentliche Herz Madeiras, den Lauri Silva, den Lorbeerwald.
Es ist ein Urwald, wie er vor der Eiszeit auch Nordeuropa bedeckte. Er setzt sich aus vielen unterschiedlichen Pflanzen zusammen. Viele davon endemisch, wie zum Beispiel der Pjörnu, eine Ginsterart. Im dschungelartigen Unterholz erscheinen die Bäume nicht besonders alt. Doch statt in die Breite wachsen sie in die Höhe, dem Licht entgegen. Wie dieser Madeira Mahagoni, ein typischer Baum des Lauris Silva. Lichte Flecken geben jungen Bäumen eine Chance. Der Urwald erneuert und verjüngt sich ständig selbst. Auch der seltene Sanguinju. Sogar Schmarotzerpflanzen sind Teil des Kreislaufs von Werden und Vergehen. Die Flechten und Moose hingegen schädigen ihre Wirtspflanzen nicht. Sie ernähren sich aus der Luft. Viele Blumen und Pflanzen, die bei uns nur wenige Zentimeter groß werden, sind auf Madeira übermannshoch, wie dieses giftige Wolfsmilchgewächs. Den Zauber dieser Urzeitwälder kann man nur selbst erleben. Den Wanderer faszinieren ganz besonders die riesigen alten Tilts, auf Deutsch Stinklorbeer. Immerhin 12.000 Hektar sind in der Nordhälfte Madeiras noch mit Lauris Silva bedeckt. Es sind Regenwälder, die viel Feuchtigkeit brauchen und viel Wasser speichern. Ende 1999 wurden diese herrlichen Wälder von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Der Lorbeerwald ist einer der wichtigsten Wasserspeicher für die gesamte Insel. Die hohe Luftfeuchtigkeit lässt viele Arten von Moosen und Flechten gedeihen, die die Bäume geheimnisvoll umhüllen. Viele der Levadas nehmen hier ihren Ausgang. Oberhalb von 1300 Metern wird es für den Lorbeerwald zu kalt. Er geht über in die Baumheide. Diese Bäume sind tatsächlich Erika. Kaum vorstellbar für uns, die wir kniehohe Heideflächen gewohnt sind. Wenn die Knospen sich öffnen, wird die Baumheide weiß blühen. Außer letzten Lorbeerbäumen wächst dazwischen die Madeira Heidelbeere. Auch sie übermannshoch. Eine ganz andere Landschaft schließt sich nach Westen an das zentrale Bergland an. Die Hochebene Paul du Mar. Sie ist die einzige größere Fläche Madeiras. Regenreich und nebelverhangen und ein entscheidender Wasserspeicher. Die Vegetation ist spärlich. Die Naturparkverwaltung versucht, die Schafweiden zu begrenzen und stellenweise aufzuforsten. In geschützten Senken wachsen Erika-Wälder. Nach Osten zu, mitten im zentralen Bergland, verbirgt sich in einem tiefen Talkessel das Dorf Curral de Freiras. Erst vor wenigen Jahren wurde es an das Straßennetz angeschlossen. Im 16. Jahrhundert sollen Nonnen eines Klosters in Funchal sich während eines Korsarenüberfalls hier versteckt und überlebt haben, so die Legende. Heute bauen die Bewohner vor allem Obst und Esskastanien an. Manche der Seitentäler im Bergland sind nicht bewaldet, sondern nur mit Gras bewachsen.
Hier weiden Kühe und vor allem Schafe halb wild. Einmal im Jahr treiben die Hirten sie zur Schur der Wolle zusammen. Dann arbeiten in dem weiten Tal mehrere Männer zusammen, ordnen die einzelnen Grüppchen der Tiere. Die Hirten kreisen die Schafe immer enger ein, bis diese in langen, geordneten Reihen den Berg hinauf zum Pferch laufen. Doch schon zieht wieder der Nebel ins Tal, lässt die Schafe im Nichts verschwinden. Dichter Nebel hüllt auch eines der größten Naturwunder Madeiras ein, den uralten Lorbeerwald Fanal. Diese Tills wuchsen hier schon, bevor Madeira entdeckt wurde, und bewahren in ihren Zweigen und Kronen Geheimnisse, die über menschliches Denken hinausgehen. Je weiter man sich von den Ferienzentren entfernt, umso ursprünglicher ist das Leben. Um die typischen kleinen Häuser herum sind die Feldgärten ordentlich angelegt. Die Ecken der Ziegeldächer zieren Figuren, menschliche Köpfe oder Tauben. Strelitzien sind quasi die Wappenblumen Madeiras. Nach Durchqueren des Hochlands kommt man an die Nordküste, wie hier in das Dörfchen Seychal. An dessen Hängen reift eine edle Rebsorte für den berühmten Madeira-Wein. Zäune aus Zweigen der Baumheide schützen die Reben vor dem rauen Wind vom Meer. Der Wein wird in vielen großen und kleinen Kellereien in Funchal weiterverarbeitet. In traditionsreichen, wie dem der Gebrüder Barouche, reift er in Eichenfässern heran. Seit 130 Jahren stellt die Familie mit Sorgfalt den typischen Madeira-Wein her, in einem dafür nötigen, aufwendigen Verfahren. Sie lässt dem Most der Rebsorten Sercial, Malvasia und Boal viel Zeit zum Reifen. Mindestens 9, manchmal auch 30 Jahre und mehr vergehen, ehe der Wein in jeder Hinsicht ihren Ansprüchen genügt. Auch in anderen Tälern der Nordküste, wie Ribeira da Janela, wird Wein gezogen, der ein wichtiges Exportgut Madeiras ist. Wieder schützen Erika-Zäune die Terrassenfelder vor dem Wind. In den höheren Lagen des Tales wird es für den Wein zu kalt. Hier werden Kartoffeln angebaut. An der Nordküste, die weit vom geschäftigen Treiben der Südküste entfernt ist, hat sich das Leben weniger verändert. Noch immer ist viel körperlicher Einsatz nötig. Wenn die Menschen auch genügsam sind, darf man doch nicht vergessen, dass seit jeher viele ihrem harten Leben durch Emigration zu entfliehen versuchten. Die Erzeugnisse der Felder und Gärten
werden auf dem Obstmarkt in Funchal zum Verkauf angeboten. Freitags und samstags herrscht in der Markthalle reges Treiben. Dann verkaufen die Bauern selbst ihre Waren an eine fachkundige und wählerische Kundschaft. Hier breitet sich der ganze Reichtum Madeiras aus. Eine Insel, die gesegnet ist mit fruchtbaren Böden und einem milden Klima. Aber zu den Erzeugnissen der Bauern, zu denen neben Obst und Gemüse auch Süßkartoffeln gehören, werden je nach Jahreszeit auch Früchte importiert. Doch Avocados, Mangos, die herbfruchtigen Pitangas und die süßen Anonas sind nur einige der Köstlichkeiten, die auf Madeira reifen. Auch die bunte Fülle der Blumen überwältigt die Sinne. Sie werden auf dem Markt im Eingang der Halle angeboten. Allerdings sind darunter nun auch Billigimporte aus Holland. Die meisten Blumenverkäuferinnen tragen die traditionelle Tracht Madeiras. Auf dem Blumenmarkt setzt sich, wie auf dem Fischmarkt, die alte, auf den Azulejos dargestellte Tradition fort. Wilde Blumen leuchten über den Steilküsten des nördlichen Madeira. An senkrechte Felswände klammern sich endemische Blütenpflanzen. Der lila Madeira-Schöterich und die Rosetten des Drüsen-Aeonium. Die feuchte Nordküste hat ihre eigene herbe Schönheit und Ruhe. Der Wasserfall stürzt über einen Felstunnel hinweg ins Meer. Eine schmale Küstenstraße führt unter den Felsen entlang nach Osten. Dort schmiegt sich das malerische São Vicente in ein Seitental. Die Kirche stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die schön geschwungenen Dächer und romantischen Gassen laden zum Bleiben ein. Kleine Hotels und Restaurants bieten dafür Raum. Auf der weiteren Fahrt, die Küste entlang, führt die Straße in viele Seitentäler hinein. Und jedes hat seinen eigenen Charakter, wie das wildromantische Buaventura. Immer wieder findet man in den Tälern solche Felder mit Kopfweiden. Sie sind bewusst gepflanzt, denn die einjährigen Triebe sind Grundlage eines weiteren wichtigen Handwerks, der Korbflechterei. Bis dahin ist es ein langer Weg. Zunächst werden die frischen Triebe geschnitten. Übrigens trägt der Bauer die typische Kopfbedeckung der Männer. Die Wollmütze mit den Ohrenklappen, die vor dem kalten Wind schützen. Viele kleine Familienbetriebe verdienen mit der Weidenverarbeitung mühsam ihren Lebensunterhalt. Ein Zentrum ist der Ort Camacha im Südosten der Insel. Die Männer sortieren die Weidenzweige nach unterschiedlichen Längen.
Dieses ist ein größerer Betrieb. Die Menschen hier sind angestellt. Es ist Saisonarbeit, beschränkt auf die Zeit der Weidenernte im Frühjahr. In der übrigen Zeit flechten sie Korbwaren. Die Frauen binden die sortierten Zweige zu ordentlichen Bündeln zusammen. Diese werden schließlich in große Eisenkörper gestapelt. Mit Hilfe einfacher Flaschenzüge wuchten die Männer die Körbe aus riesigen Bottichen heraus, in denen die Zweige über Nacht gekocht wurden. Nur von gekochten Weiden lässt sich die Schale lösen. Das geschieht heute mit einfachen Maschinen. In kleinen Betrieben wird manchmal noch jeder Zweig einzeln von Hand geschält. Aber auch so ist die Arbeit anstrengend genug. Schließlich werden die Bündel zum Trocknen aufgestellt. Zur Zeit der Weidenernte im Frühjahr sieht man vor vielen Häusern die geometrischen Linien der trocknenden Weidenbündel. Erst dann kann die eigentliche Arbeit beginnen, das Flechten. Einen Sessel herzustellen ist schon eine hohe Kunst und erfordert mindestens 2 Wochen Arbeit. Die meisten Korbwaren sind kleinere Gebrauchsgegenstände für den Verkauf an Touristen und für den Export. Doch der ist bedroht durch die Billigprodukte aus China und Polen. Früher wurde direkt nach der Arbeit gern getanzt. Die bekannteste Folkloregruppe von Kamascha zeigt einen Tanz, der von der Weidenbearbeitung erzählt. Die Älteren tragen die ehemals übliche Tracht der Verheirateten. Zu den typischen Musikinstrumenten gehört der Schellenbaum mit den kleinen Figürchen. An der Nordküste drücken die Wolken ins Tal. Sie bewahrt ihre Ursprünglichkeit, weil sie nur schwer auf kurvenreichen Straßen zu erreichen ist. Eine neue Querverbindung soll den Menschen das Leben erleichtern. Wird sich die Region dadurch verändern? Von der Ponta de Saint-Georges führt die Küste nach Südosten. Dort, an seinem äußersten östlichen Ende, zeigt Madeira noch einmal ein ganz anderes Gesicht. Die Ponta de São Lourenço. Sie ist ein besonders geschützter Teil des Naturparks. An den Felswänden kann man gut den vulkanischen Ursprung der Insel erkennen. Auf den kargen, windgepeitschten Grasflächen kommt
konnte sich die ursprüngliche Fels- und Küstenvegetation Madeiras erhalten. Auch dieses Vögelchen gibt es nur auf Madeira. Die nördliche Küste der Ponta de São Lourenço scheint gerade erst nach einem Vulkanausbruch erstarrt zu sein. Der durchbrochene Felsen ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Nordküste. Über die Südküste wendet sich der Blick zurück auf das Zentrum der Insel. Auf den Gipfeln des Pico Arriero wird es Abend. Noch einmal verzaubert die Schönheit dieser an Naturwundern so reichen Insel. Man kann ihr nur wünschen, dass sie den Weg in die moderne Zeit behutsam geht und Mensch und Natur ihn unbeschadet überstehen. Musik